Was war das denn bitte für ein Mod-Monat im November? 11 Autos habe ich heute für euch in der neuesten Folge der Mods des Monats. Diesmal mit massig ungewöhnlichen GT3, Neues von den großen Studios und richtige Perlen, die garantiert bei jedem von euch unterm Radar geflogen sind. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Champion Joe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir starten direkt rein mit dem GT Adonis D9 V12 von RaceSim Studio. 4 Pfund kostet der Spaß, also 5 Euro ungefähr. Und ja, da hat RSS mal wieder gezaubert. Neues Auto für das Icons Pack, das jetzt rausgekommen ist, wo alle von diesen Endurance-Klassikern drin sind. Und der hier, der Aston Martin, soll mit den Fahrzeugen aus dem ASS GT Pack gebobbt sein, habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber, und das ist eine Sache, ja, sieht toll aus, Sound ist auch super, könnt ihr jetzt gerade hören, Fahrverhalten, er ist schwieriger zu fahren als die modernen GT3, ja, er hat schon ein bisschen Charakter, vor allem auf dem Gaspedal, aber am Ende des Tages ist er nicht so schwer zu fahren wie viele andere Mods aus dem ASS GT-Pack und dann denke ich mir, ja, wenn die vielleicht gut gebobbt sind, kann schon sein, dass man ähnliche Zeiten schaffen kann, aber mit dem Aston Martin kriege ich das viel, viel leichter hin. Deswegen, ja, da könnte man vielleicht mal noch ein paar Updates rausbringen für alle anderen Fahrzeuge im Pack. Ansonsten ist das hier ein No-Brainer. Ihr kriegt wirklich tolle Qualitäten, tolles Fahrzeug und mit dem hatte ich wirklich Spaß. Als nächstes habe ich gleich mehrere Mods von Marcel aka Da Wallace. Und die sind schon eine Weile draußen und die haben es bislang immer nie in die Mods des Monats geschafft, weil die so ein bisschen noch im Beta-Status waren und es gab noch einige Dinge, die zu verbessern galt. Wir starten jetzt mal rein mit dem Ultima GTR bzw. dem GTR V8. Das sind zwei Versionen, die draußen sind. Die V8-Version hat halt richtig viel Bums, ja. Also das Ding ist einfach für das, was das Auto an mechanischem und aerodynamischem Grip erzeugen kann, ist es ein bisschen zu viel Motorleistung. Man hat viel Untersteuerung, muss sehr bedacht aufs Gas gehen. Kann mal Spaß machen, aber ich glaube, das wichtigere Fahrzeug von beiden ist der normale Ultima GTR, der dann auch mit den anderen so zumindest ein bisschen gebobbt ist. Und den fand ich ganz gut. Hat sich einigermaßen fahren lassen. Lässt sich ganz gut um die Kurven bewegen. Ja, auch hier relativ hart abgestimmt im Stock-Setup. Hat ein bisschen Untersteuern, aber ist in den Griff zu kriegen. Nächstes Fahrzeug, Marcos Mentis. Kennen wahrscheinlich viele, die Gottesanbeterin. Sieht echt witzig aus, das Auto. Diese Scheibe, die jetzt hier ganz vorne am Fahrzeug dran ist, die hängt beim Fahren, also zumindest in der Außenansicht, so ein bisschen durch den Boden durch manchmal. Der sitzt ziemlich tief vorne. Aber ansonsten vom Fahrgefühl auch hier ist vollkommen in Ordnung. Es ist nicht die Champions League, die hier ausgepackt wird bei den Autos von Marcel, aber die sind wirklich gut. Vor allem die Liebe, die in die 3D-Modelle, also in die Fahrzeugmodelle reingeflossen ist, die merkt man einfach an jeder Ecke. Und auch das Fahren hat sich deutlich verbessert, finde den ganz okay. Mein absoluter Top-Favorit ist der Gelee Vertigo Streif. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich habe extra nochmal gegoogelt, wie man Gelee richtig ausspricht auf Französisch. Ist ein belgisches Fahrzeug, daher wahrscheinlich französische Aussprache. Ansonsten korrigiert mich gern unten in den Kommentaren. Ist echt ein cooles Teil. Schaut nur, wie weit hinten der Fahrer sitzt und dann kommt eigentlich gar kein Arsch mehr, sondern direkt der Flügel. Finde ich super witzig. Ist wahrscheinlich eine sehr ausgeglichene Gewichtsverteilung bei einem Fahrzeug mit 50% hinten, wo der Fahrer sitzt, 50% vorne, wo dann eben der Motor verbaut ist. Finde ich cool. Der hat das beste Fahrgefühl von allen. Ich finde das Modell hier auch sehr, sehr schön. Das ist mein Favorit aus dem Pack. Ein bisschen warm werden musste ich mit dem letzten von den Fahrzeugen, dem BMW Z4 M Coupé GT3. Der hat nämlich ein extrem hartes FFB. Also ich muss da wirklich auf, ja, 50% oder so runterschalten, damit mir nicht die Arme wegfallen und damit man spürt, dass eigentlich die Fahrphysik auf diesem Fahrzeug ganz okay ist. Und beim Rausschauen, ey, das Auto hat so auf der Motorhaube so einen Bump. Mit den Standard-Settings kann man da nicht rausgucken. Man muss ja wirklich die Kameraperspektive anpassen, sonst sieht man nichts. Also zwei kleine Anpassungen und dann flutscht er. Alle Links wie immer findet ihr unten in der Videobeschreibung und lasst gerne auch mal ein bisschen Feedback für Marcel da. Da freut er sich bestimmt, wenn er noch den einen oder anderen Bug noch ausmerzen kann.
Als nächstes habe ich zwei unfassbare Geheimtipps für euch, die mal wieder von Jens geliefert werden. F302 und das erste Auto ist der Ford Mustang Gruppe 3. Und ja, Gruppe 3, das ist nicht der neue Mustang, der nächstes Jahr an den Start geht auf den Strecken weltweit. Nein, das ist eine Mod aus Gran Turismo konvertiert, beziehungsweise das Modell ist aus Gran Turismo. Die Physik und auch Überarbeitungen sind eben von F302. Ein Mustang, der auf GT3 getrimmt wurde, sagen wir es so. Das Force Feedback ist ein bisschen leicht, aber sehr nachvollziehbar. Man spürt eigentlich ganz gut, was die Reifen so machen. Finde ich ziemlich nice, das Teil. Ist keine Offenbarung, aber ich fand den wirklich ganz nice. Und das wäre doch echt cool, wenn wir den irgendwie auf die Champ-Flumi-Autos gebobbt bekommen. Dann hätten wir Camaro und den Mustang und den Lambo, Gallardo, so ein paar Outlier. Fände ich richtig cool. Der macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Die etwas bessere Mod von Jens, finde ich, ist der Audi A4 DTM. Alter, ich finde den mega geil. Modell ist auch hier aus dem Spiel, aus Project Cars. Ist das Ding konvertiert, sieht dementsprechend richtig gut aus. Kommt sogar mit zwei Fassungen, mit der älteren Version und dann nochmal die Evo-Variante aus den Folgejahren. Und das Teil ist, ey, ich finde den richtig, richtig gut. Der ist super nachvollziehbar, der klingt super fett auf der Strecke, hat keine Traktionskontrolle, kein ABS. Kann sehr tricky sein, auf der Bremse, also den kann man leicht locken und auch beim Rausbeschleunigen muss man vorsichtig sein, da dreht man sich unfassbar schnell, aber das Ding macht super viel Spaß. Modell nochmal, großes Lob, sieht wirklich klasse aus und das ist wahrscheinlich meine Mod des Monats. Ist so ein richtiger Underdog, gefällt mir sehr, sehr gut. Als nächstes gehen wir zurück zu den Modding Studios. Der hier ist von United Racing Design. Das ist der Radical SR10 XXR von 2023. Ein neuer, offiziell lizenzierter Radical von United Racing Design. Da kann man ja eigentlich fast nichts falsch machen. Ja, ist eine Paid Mod, man muss ein bisschen was zahlen. Aber man bekommt einfach die gewohnte und auch erwartete UAD-Qualität. Der hat gutes Modell, guten Sound, tolles Reifenmodell und Physik. Es gibt bloß ein großes Problem. Und zwar gibt es ja schon den SR3 kostenlos. Ja, der SR10 hat ein bisschen mehr Bums. Ja, also da ist nochmal ein bisschen mehr Power dahinter. Aber ansonsten fühlen die sich sehr, sehr ähnlich an. Auch vom Fahrgefühl her. Mir hat der kleine Bruder fast ein bisschen mehr Spaß gemacht, weil da die Aerodynamik nochmal mehr zum Tragen kommt, weil das Auto nicht ganz so schnell ist. Deswegen, wenn der jetzt nicht gerade in der Liga gefahren wird, weiß ich jetzt nicht, ob es da wirklich das große Argument gibt, den zu kaufen. Außer ihr seid ein riesen Radical-Fan oder United Racing Design-Fan, dann könnt ihr da nichts falsch machen. Alle anderen greifen zum kostenlosen SR3 of Race Department. Und es kommt direkt der nächste Underdog von F302, der 2006er Creation CA06H Judd. Ich hoffe, ich habe das auch richtig ausgesprochen. Keine Ahnung. Modell ist jetzt hier von Codemasters. Ich gehe mal schwer davon aus, dass es aus einem der Grid-Spiele konvertiert. Und auch das Ding ist echt cool. Also ich habe den als erstes gesehen und gedacht, oh, weiß ich jetzt nicht, ob ich den testen will. Aber der hat es wirklich in sich. Der macht sehr, sehr viel Spaß auf der Strecke. Ich finde auch das Dashboard und das Lenkrad und wie das miteinander harmoniert auf der Strecke, finde ich ganz arg toll. Hat ein gutes Fahrgefühl, richtig Speed, sehr viel Downforce. Kann man toll reinwerfen in die Kurven. Ist hier und da auch ein bisschen tricky auf der Bremse. Macht echt viel Spaß und erinnert mich ganz stark an Max Audi R10. Klar, ist natürlich auch eine ähnliche Zeitgeneration. Die sind ja nicht so weit voneinander entfernt. Aber das Teil solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen, wenn ihr Anführungszeichen Vintage-Prototypen feiert. Und dann eine Mod, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm, habe ich auf Race Department noch gesehen. Der Lola B9950, das ist ein Formula 3000 aus 1999, Mod kommt von Untopo. So heißt er zumindest auf Race Department. Und die habe ich gesehen und gedacht, ah, teste ich die überhaupt? Sieht ja echt schon ein bisschen ranzig aus. So. Ihr seht ja, das Modell jetzt gerade ist jetzt nicht die Creme de la Creme. Aber wenn man erstmal auf der Strecke unterwegs ist, ist der nicht schlecht. Der ist wirklich nicht schlecht. Der hat sehr viel Downforce, da kann man richtig schön in die Kurven reinwerfen. Das Force Feedback ist nicht sehr detailverliebt, aber es macht genau das, was es soll. Man hat die Kontrolle über das Fahrzeug, man merkt, was passiert. Man muss ein bisschen vorsichtig sein beim Rausbeschleunigen, aber ansonsten schnurrt der wie ein Kätzchen. Und ich kann mir richtig gut vorstellen, dass der für tolles Racing sorgt. Vor allem in einem größeren Feld mit mehreren Fahrzeugen. Vielleicht noch ein paar Reifenwechsel irgendwie zwischendrin in einem 60-Minuten-Rennen. Könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Solltet ihr abchecken, auch da der Link unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch mehr Mods braucht, findet ihr hier die Mods des Monats aus dem Oktober. Ansonsten war es das schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Und denkt immer daran, ihr seid alle Champions. Ciao.